Hallo Feuernacht und zu später Stunde. Hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge aus dem Let's Play von Xenonauts 2 mit eurem Gerst. Ja, das Thema mit den Spielständen. Es war tatsächlich so, dass vor dem letzten Aufnahmetermin ein Update kam. Dabei hat sich dann das Speicherverzeichnis verändert. Das haben die Entwickler bemerkt und während wir die Aufnahme gemacht haben, gab es ein neues Update, wo das wieder zurückgesetzt wird. Ich habe jetzt die Spielstände umkopiert und wir spielen natürlich mit dem weiter, mit dem wir beim zweiten Mal jetzt weitergemacht haben. Trotz der schweren Verluste ist das das Spiel, was wir jetzt eben weiterspielen. Da waren wir weiter gespielt, da waren wir länger drinne, also machen wir darauf weiter. Ja, und abgesehen davon bin ich auch ja nicht immer so ein großer Freund davon, Fehler durch Neuladen zu korrigieren. Läuft die Böschung noch. Jetzt hier unsere weiteren Quartiere, wo wir noch den Verdiener beseitigen können. Dann können wir noch mal gucken, ob wir noch mal ein paar neue Soldaten rekrutieren können. Leute zu Ersatz gekommen. Hohe Accuracy. Er ist nicht der tapferste, er ist nicht der stärkste, aber ansonsten ganz guter Mittelläufer. Komm, hier nehmen wir auch noch mit. So, komm, aber noch mal ein paar Leute. 40 nehmen wir nicht mit. Ne, nehmen die ein bisschen. Dann haben wir nochmal drei weitere Kollegen angeheuert. Die ersten Kollegen sind angekommen. Der braucht auch noch 13 Tage. Er ist wieder einsatzbereit. Er ist auch wieder ein. Ne, 78% HP noch nur. Okay, da holen wir noch meinen Kollegen gleich auch raus. Wieder aufgefüllt, dann gehen wir die jetzt mal durch. Also viel Riflemen brauchen wir nicht, wir brauchen auf jeden Fall einen Scharfschützen. Wo ist die 72? Dafür brauchen wir auch wieder einen neuen. Ja, haben wir hier aus Miss Taylor einen Scharfschützen. Waffnung, was zum Sprengen, was zum Heilen, was zum Zielen. Noch einmal nach
Stärke. Ab dem Sergeant Major die nächste Rüstung. Und bis dahin laufen die mit den Defender Armor rum. Dass sie auch lohnen, befördert zu werden. 61 Zeit anhalten. 51, 60. Okay, das wird sprich. 61. Sie machen wir noch ein Assaulter. Eine Idee. Wir können hier noch zusätzlich mit Rüstung ausstatten. Sound immer wieder hier richtig laut ausstellt. Runtergestellt. Jetzt hört man mich dann hoffentlich auch besser. Das wäre ja gerade echt laut. 1, 2, 3, 4, 5 Rifleman. Gewicht dabei. Dann so. Ja. Gut. Okay, die werden also auch weniger wert hier, wenn man davon verkauft. Okay. Darf ich jetzt einfach kaufen? Verlieren wir die dann? Wir hatten jetzt 20%. Okay. Wer das Ganze genau lesen will, macht gerne einmal kurz Videos Stopp, dann passt das schon. Könnt ihr das in Ruhe durchlesen. Also 100.000, ja, kostet das denn so ein Flieger? Ja, schon wieder voll drauf. Mhm.
Schauen wir mal, wenn der Hangar fertig ist. Alien Victory 2 Region Lost, okay. 500.000. Mit zusätzlichen Gewinn gemacht. Okay. Okay, da gibt es noch mal ein bisschen. Okay. Dann können wir hier auf jeden Fall noch mal Hangare bauen für mehr Abfangjäger. Laser Cannon. Das ist eine halbe Million, eine Viertelmillion einer. Da will ich mir das Laser Equipment dagegen halten. Mal schauen, was da jetzt wirklich besser ist. Rein. Mit rein. So. Sind wir, bauen wir hier unten nochmal einen hin. Genau, die anderen machen ja auch. Dann können wir die auch mal kurz ein bisschen. Können. Ein wenig umrüsten. Kann ich hier die Rolle nicht ändern? Sota machen. Sie bleibt beim Rifle.
haben wir jetzt erst einmal. Wir können ja nur was noch für die Einsätze anpassen, wenn es dann soweit ist. Könnt ihr noch mal einen Abfangjäger bauen? Schon kaufen. So, sehr gut. Was haben wir denn hier? 25 Damage, keine Armor Penetration. 20 Armor. Rakete noch dazu. Mit Sicherheit bald wieder was. Da haben wir doch was. Lassen wir jetzt zurück. Sollten die hoffentlich weniger Schaden bekommen und auch eher dann wieder verfügbar sein. Das ist jetzt erstmal so der Grundgedanke. Die kleinen, die großen. So. Das ist auf jeden Fall schon mal weniger Schaden, zumindest für zwei von denen. Die könnte ich notfalls noch in einen anderen Einsatz setzen. Und dann schicken wir jetzt unseren Skyhawk. Mal ganz kurz den Skyhawk angucken. FMN Heavy. Der kommt dann nämlich weg, dann geht der zweite Heavy nämlich hier auf die Seite. So, kommt nach vorne. Der geht damit zum Flankenschutz. Dann mal ran an den Speck. Natürlich. So. Also lieber Außerirdischer, du bist mit 1800 Sachen in den Rüstung gedüst.
Damit hast du die Höchstgeschwindigkeit übertreten. Jetzt wird erstmal Zeit, das Knöllchen zu kassieren. Entweder alle feindlichen Einheiten vernichten, bevorzugt, oder alle feindlichen Einheiten im UFO vernichten und es 3 Runden lang halten. Ich bin für, ich vernichte einfach alle feindlichen Einheiten. Wir haben hier 2. Der schon trifft aber nicht. Ah, Nummer 1 ausgeschaltet. Das haben wir vergessen, sein Glücksmillion zu benennen. Müssen wir nach dem Kampf machen. Hoffen wir, dass das jetzt dann kein Totaldesaster wird ohne Glücksbringer. Ja gut. In der Nähe von
Zivilisten rum? Das wird doch auch ein leerer Güterbahnhof sein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Im Gegenfeuer niedergemacht. Da rennt tatsächlich Zivilisten rum. Ah, verdammt. Kleiner Kratzer, nicht ernsthaft verletzt. Das ist gut. So, hier ist der Feind ausgeschaltet. Jungs, wir rücken hier vorsichtig vor. Wir haben es mit einer unbekannten Anzahl an Feindeinheiten zu tun. Drei haben wir rausgeschaltet. Wie viele sonst im kleinen Hof drin sind? Hier ist ein unbewaffnet, wie ich sehe. Der hat, glaube ich, eine Shotgun oder sowas in der Hand. Jetzt hier lang. Jetzt da lang. Jetzt mit hier rüber. Und dickst im Flankentrupp.
aufgestellt sein. Mal schauen, was unsere kleinen grünen Männchenfreunde jetzt hier so treiben. Nichts, was sie uns zeigen wollen. So, dann sickern wir hier jetzt ein. Gar nicht verstehen. Wir kommen doch im Frieden. Das ist eine der besten Szenen im Film Mars-Index. Wie der mit diesen Übersetzungscomputer lang rauf, alles in Schutt und Asche schließt und die ganze Zeit sagt er wieder, wir kommen im Frieden, wir kommen im Frieden. Feuern, der deckt da noch mit ab. Da riecht ein Toter. Oder hier rum, was ist sinnvoller? Ich denke, hier rum ist sinnvoller. Finde es hier um sinnvoller. Wieder alle bewegt. Da hinten kreucht auch was. Das hört sich an, als ob hier das Raumschiff ist. Und als ob der Kollege da reingerannt und direkt niedergemacht worden ist. Parkst hier im Parkverbot. Das kommt dann auch mal sehr, sehr teuer auf die Rechnung oben drauf. Hören wir uns hier mal auf den Zugriff vor. Sie sehen aber einen schlechten Schuss. Oh, die Fenster und die Maschinen natürlich da im Weg. Thank you.
ist ein Löchlein drin. Also man sieht, es ist abgeschossen worden. Hit and run. Ihn jetzt gleich verarzten. Die restlichen Kollegen sammeln sich hier schon mal. Die verarzten ihn, die suchen dann den Bereich und der Rest macht sich bereit, hier das Raumschiff bei nächster Gelegenheit anzugreifen. Jetzt alle hier erstmal möglichst den Eingang im Blick, um auf alles zu schießen, was da meint zu zucken. Ich möchte, dass sobald sie da einen Kopf raussteckt, der direkt von allen Seiten zusammengenommen, zusammengehagelt wird. Boah. Raumschiffstürme ist immer so eine extrem kritische Geschichte. Feuert! Feuert! Sehr gut. So, hab ich mir... Was ist das denn da für fliegendes Hirn? Gab es die auch beim ersten Teil? Bin mir nicht so sicher. Das hat ihn hier wieder geflickt.
doch auch schicks. Brainy. Reicht, dann werde ich doch hoffentlich um deinen selbigen. So, die vier Kollegen schauen sich jetzt hier noch einmal um, ob sich hier noch irgendwo anders was rumtreibt. Sniper geht hier noch ein bisschen hin, um da dann in der nächsten Runde ein bisschen zu unterstützen. Ja, natürlich ist hochreaktiv, der wird jetzt rauskommen und der wird auf den Lieutenant noch mal schießen. Und ich habe relativ wenig, was ich dagegen tun kann. Ich hoffe, sie überlebt den Schuss. Rüstung hat sie wie gar keine mehr. Oder aber, dass die Kollegen den hier Feuer umpusten. Nichts gemacht, okay. Feindfrei aus. Dann rücken wir hier jetzt zu den großen Zugriff an. Ja, ich weiß. Okay, von der Ecke ist Brainy. Thank you.
haben sich doch verschanzt. Sie denken, das Kopf rausstecken ziemlich doof ist, deswegen bleiben sie ja drin und warten sie jetzt auf uns. Gucken, ob sie jetzt wieder aggressiver werden. Wird sich nicht geschlossen. Ein Heavy down. Unser Nachwuchs Heavy. Weil die Tür sich nicht geschlossen hat bei deren Zug. Dann erst wieder zu meinem. Das ist ja fies. Die Konsole da hinten aber weggeboostet. Sorry. Gut, einer down, erste UFO ist erfolgreich gestürmt worden, das zweite abgeschossen, das erste haben wir verkauft. 10% Verlust sind eingeplant, einer von 9 ist natürlich ein bisschen, kleines bisschen mehr, 10%, aber das ist nicht so viel. Trotzdem würde ich sagen, war der Einsatz sehr erfolgreich. Wir haben wieder eine neue Spezies eingesammelt, dieses komische fliegende Gehirn, der auf Tentakelbein. Mal gespannt, was das sein soll. Das werden wir ja gleich rausfinden noch. Ja. Drei auf Golden Star. Award for Bravery. Für einen erfolgreichen Einsatz an der Crash Site sind die alle ausgezeichnet worden. Der noch ein Verwundetenabzeichen bekommen. Wie gesagt, Anlehnung an das Purple Heart, hier das Crimson Heart. Und tatsächlich den Golden Star. Dass sie in ihrer Karriere fünf Feinde abgeschossen hat. Ja, sehr schön. Hat sich etwas länger ausgefallen, die beiden Kollegen hier. Der ist relativ kurz ausgefallen, der ist bald wieder fit. Ja, also das war trotz allem recht erfolgreich. Wir haben einen dritten Lieutenant. Unsere Mischa Makarenko. gut, der Rest ist im Korps befördert worden. Mentarch. Das lassen wieder 5 Sekunden für euch stehen. Ihr könnt dann speichern und ich lese mir die irgendwann mal ganz in Ruhe durch. UFO Scout. Thank you.
Das ist der Speicherstand, den wir jetzt beides begonnen haben. Den speichern wir jetzt einmal. Und dann machen wir jetzt an dieser Stelle eine kurze Pause. Wie geht es gleich mit der nächsten Folge weiter? Damit wir auf jeden Fall auch bis Freitag Folgen in der Pipeline haben. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Und dann hoffe ich, dass euch auf jeden Fall diese Folge hier wieder mal gefallen hat. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir was Hübsches in die Kommentare. Auch wenn ich Dinge besser machen kann, bin ich immer sehr froh darüber, wenn ich solche Kommentare dann bekomme. Und ja, wenn ihr in Zukunft nichts davon verpassen wollt, was auf diesem Kanal passiert, dann abonniert auch gerne diesen Kanal. Das freut mich jedenfalls sehr. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Kirst.